kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, mussten wir unseren Chefcoach hier mal aus dem Bad, aus der Menge rausreißen. 2:0 gegen Bronzje BK. Ihr Fazit zum Spiel? Eigentlich genau wie gestern. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben da sehr geordnet gespielt, haben auch gute Spielabläufe gehabt, unser Laufmuster war okay, haben leider da aus den Torschancen nicht genügend gemacht, da sind wir noch immer schlampig, so wo der letzte Pass dann auch kommen muss. Und in der zweiten Halbzeit, da haben wir natürlich durch die Wechsel, da haben wir nicht mehr so gut gespielt, haben wir auch nicht die nötige Frische mehr gehabt. Erste Halbzeit war Vorbereitungsspiel, zweite Halbzeit Freundschaftsspiel. Genauso sieht man das nämlich auch, wenn man so nur sie beobachtet, das ganze Spiel über die erste Halbzeit doch relativ zufrieden, auch noch ruhig sprechen und in der zweiten Halbzeit doch mehr stehen, die Coachingzone verlassen, da hat man genau gemerkt, da gefällt ihm nicht mehr alles. Genau, das war so. Da haben wir auch nach hinten viele Fehler gemacht und haben nach vorne viele Fehler gemacht. Und wenn man so in beiden Richtungen immer viele Fehler macht, dann darf man nicht zufrieden sein, weil wir dann auch, und das ist ja auch passiert, den Gegner, der eigentlich schlechter war, als wir ins Spiel kommen lassen. Jeder Trainer in der dritten und zweiten Liga, ich habe mir mal so die verschiedenen Fazits angeguckt, sucht einen Torwart, der ihm ungefähr 10 Punkte pro Saison festhält. Wenn ich das Spiel heute gesehen habe, der hat uns hier heute Punkte festgehalten. Ja, ich sage immer, wir müssen jetzt erstmal die Saison starten lassen. Wenn der Jörg dann die Leistung, die er jetzt heute dann im geforderten Moment wiederholen kann, dann bin ich zufrieden. Und ich denke, dass wir trotz der vielen Diskussionen auch mit beiden oder mit allen drei Torhütern, die jetzt uns zur Verfügung stehen, auch erfolgreich in die Saison gehen können. Jörg ist abgeklärt, ist routiniert und lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Und ich habe da vollstes Vertrauen zu allen dreien. Genau, in der NNN bei unserem Medienpartner habe ich gelesen, 10 Tage Probetraining für den Spieler Vidovic. Hat man nochmal nachgerechnet, heute müsste Tag 7 oder 8 sein. Kriegen wir da schon eine Wasserstandsmeldung, ob der Junge vielleicht bei uns ein längerfristiges Engagement bekommt? Ja, es ist so, dass er heute auch wieder ordentlich gespielt hat, hat auch gestern ordentlich gespielt. Er ist halt noch nicht so hundertprozentig fit, ihm fehlen also auch 10, 12 Tage der Laufarbeit. Wenn wir die noch in ihn reinpressen können, dann glaube ich, dass er für uns ein guter Mann sein wird. Aber ich betone immer, es ist ein solider Manndecker, der unsere zwei, die wir da vorne haben, mit dem Christian Stuff, mit dem Steven Ruprecht, der die gut unterstützen kann. Und wenn dann mal irgendwo brennt, dann glaube ich, kann er auch im Laufe der Zeit dann auch richtig in die Mannschaft reinwachsen. Positionen stehen ja soweit noch nicht fest, auch nicht im Kopf des Trainers, so viel habe ich gelernt. Jetzt zum Spiel gegen Schalke, die 11, die wir da auf dem Platz sehen werden. Ist das aber schon eine deutliche Tendenz für das Münsterspiel sein oder auch noch nicht? Ja, ich denke, dass wir verkehrt dran wären, weil ich natürlich auch viele Situationen kenne, dass sich in der Woche vor dem Meisterschaftsspiel auch noch viel verändern kann, das heißt durch Verletzungen, und ich habe gelernt, bis zum letzten Tag einfach mit dieser Aufstellung zu warten. Natürlich werden 7 oder 8 Mann am Samstag in der Startaufstellung, die ich mir auch in Münster wünsche. Aber wir haben immer noch 2, 3 Positionen, wo wir genau überlegen müssen. Und das ist gut so, dass wir überlegen müssen. Gut. Herr Vollmann, vielen Dank. Und jetzt haben die Fans so lange geduldig gewartet. Jetzt dürfen die auch zu ihrem Recht kommen. Wir sehen uns dann nächste Woche und übernächste Woche. Bitteschön. Nur mal eine Minute, bevor du hier weiter noch unterschreibst. Was uns aufgefallen ist, ich meine, wir stehen ja nicht so oft häufig auf dem Rasen, aber das sind doch hier, das ist doch ziemlich lang, der Rasen, oder? Täuscht das? Nee, der ist schon ziemlich lang. Also, aber beide Mannschaften haben das heute ordentlich bewältigt, denke ich. Und im Endeffekt war es ein unterhaltsames Spiel. In den letzten Jahren ist mir immer so aufgefallen, wenn man gegen dänische Mannschaften gespielt hat, wenn die zurückgelegen haben, dann wurde es zum Ende hin immer, also ging es ganz schön auf die Knochen. Das ging heute aber noch, oder? Ja, ich glaube, da hast du recht. In der Vergangenheit hat es hier öfters mal richtig gescheppert. Und da haben wir spektakulärere Einlagen gesehen. Ja, deswegen habe ich auch gedacht, der Pelle, der spielt heute 90 Minuten durch. Ich glaube, der Peter Vollmann weiß, also gegen die Dänen wird es hart, da wird Kampfgeist gefragt auf dem Platz. Aber heute ging es ja dann so einigermaßen. Das 2:0 insgesamt so verdient? Oder meinst du, wir haben Schwein gehabt, hätten noch mehr machen können? Ja, erste Halbzeit hätten wir sicherlich zwingender sein können. Nachher haben wir auch Glück, dass wir keinen bekommen. Aber alles in allem, denke ich, kann man zufrieden sein. Was können wir gegen Schalke erwarten? Ja, wir werden uns die Woche ordentlich vorbereiten. Und wichtig ist der Start in die Saison. Gut, dann will ich dich hier nicht länger deinen kleinen und großen Fans vorenthalten. Danke dir, wir sehen uns dann. Alles klar. Waren ja ein paar dicke Dinger, die Dänen hier zum Schluss hatten, ne? Ja, zum Schluss sind wir ein bisschen aus der Ordnung gekommen. Ich denke, durch die vielen Einwechslungen wurde es da ein bisschen unruhig.
Aber dann hatten wir auch ein bisschen Glück mit dem Lattentreffer. Letztendlich bin ich froh, dass wir zu neu gespielt haben. Ich habe gesehen, der Junge mit der Nummer 5, der den da in die Latte gesetzt hat, also der blieb eine Minute da unten sitzen. Also der konnte dieses Pech gar nicht fassen, dass er den nicht bei dir vorbeigebracht hat. Der hat, glaube ich, vorher auch noch mal eine dicke Chance gehabt, die du rausgeholt hast. Ja. War ganz ordentlich. Ich war ganz zufrieden, wie gesagt. Wir haben zu null gespielt. Jetzt auch in der ganzen Vorbereitung wenig Gegentore gekriegt. Und das ist das Ziel, dass wir gut stehen. Wir haben letzte Saison viel zu viele Gegentore gekriegt. Das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Wollen wir hoffen, dass wir das in die Saison retten können. Du bist ganz zufrieden insgesamt so mit der Vorbereitung vor diesem letzten großen Test gegen Schalke? Ja, absolut. Also es war die ersten 2-3 Wochen wirklich nicht lustig. Wir haben sehr, sehr viel trainiert, haben sehr hart trainiert. Und ich hatte das ein oder andere Mal einen mächtigen Muskelkater. Aber jetzt kommen wir langsam auch in die spritzige und in die frische Phase. Und dann hoffen wir, dass wir gegen Schalke noch ein Highlight haben. Und dann ist scharfer Start in Münster. Gut, darauf freue ich mich drauf. Und jetzt weiter Bad in der Menge genießen. Danke.